Herzlich willkommen zur ersten Superhero String Spira Ensemble Ghost Comic Con Probe. Der größte Applaus gebührt diesem Mann hier. Er hat uns diverse Marvel-Hymnen arrangiert hat. Und das ganz legal. Das ganz legal. Wir haben nämlich die offiziellen Rechte bekommen. Und jetzt kommt noch etwas, was sehr, sehr schwer war, euch so lange Zeit zu verbergen. Die Gummibärchen. Trommelbärchen. Wir kriegen einen Turbus. Wir spielen am Sonntag der Comic-Con auf der Hauptbühne als Opening Act für die Marvel-Leute vor 2000 Leuten. Wir haben jetzt Probenpause. Wir haben die erste Hälfte unseres Superheldenprogramms erfolgreich absolviert. Wir sind gerade noch mit der ersten Marvel-Fanfare episch in die Pause gestartet. Und jetzt gibt es gleich Superhero-Versorgung, damit wir dann auch heldenhaft weitermachen können. Was ist da wohl drin? Ich mache noch Arbeit. Esma, an wen ist denn das Paket adressiert? Guck mal. Mein Hattenstring. Was ist da wohl drin? Oh mein Gott! Trommelwirbel! Wir brauchen Trommelwirbel! Oh mein Gott! Wir brauchen einen Trommelwirbel! Wir brauchen einen Trommelwirbel! Oh, nochmal! Nochmal! Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen, guten Morgen! Wir melden uns vom Frankfurter Hauptbahnhof. Meistens am Anfang unserer Vlog. Achso, nee, wir haben ja vorher schon das aufgenommen. Das ist gar nicht der Anfang des Vlogs. Okay, davon weiß ich nichts. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Köln und dann gehen wir kurz ins Hotel und dann auf die Comic-Con. Das wird super! Ja, wir freuen uns alle. Morgen, guten Morgen. Also Morning Morning sagt er jetzt ja wirklich jedes Mal. Also ja. Wenn wir Morning Morning sagt. Witz? Nee, treffen sich zwei Schafe, sagt das eine. Hallo. Dann hast du unseren Vlog nicht geguckt. Schlecht. Hallo, wir sind jetzt angekommen in Köln
fast auf dem Weg zur Comic-Con. Wir gehen jetzt schnell ins Hotel, legen unser Zeug ab, ziehen unsere Manhattan Strings Outfits an und dann geht's ab zur Comic-Con. Spider-Man. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ja. Wir haben unsere Manhattan Strings T-Shirts an. Und die sagt? Habe ich noch nicht, aber habe ich im Reinkasten. Ich hätte mehr Geld mitnehmen sollen. Aber es gibt hier ja wohl einen Geldautomaten. Levin, was ist da? Unser Video! Da! Unser Video! Wir sind am Restaurant. Da ist unser Video! Juhu! Einmal folgen, Leute! Folgen einfach dem Tor. Alle hierher, bitte! Alle die Musik spielen hierher! Alle die Musik spielen. Hier spielt die Musik. Shut up!
habe ich gesagt. Erstmal eine Spritztour. Lass es starten an den Wagen. Fazit von heute. Wir laufen gerade zum Soundcheck auf der im Thunder Theater. Das ist die größte Bühne hier. Ja. Wo bist du? Da kommt sie. Hallo! Ja, das ist die größte Bühne hier. Genau, weil wir da heute Abend spielen. Um 18 Uhr, fast zur Primetime. Hier ist das Thunder Theater. Und wir gucken mal, wie es so da drin aussieht. Wow! Boah, das ist schon groß. Alter, das ist riesig. Okay, das ist ja sick. Das sieht hier gar nicht so groß aus auf dem Bild, aber es ist Scheiße, echt das groß. Hallo. Was sagst du so zu unserer Bühne? Die ist groß und die Leinwand hinten dran ist auch groß. Ist und die zwei Bildschirme links und rechts von der Leinwand, die sind auch groß. Sieht man uns dann da? Es ist alles groß, da sieht man uns dann auf diesem kleinen. Krass, ey. Und da auf dem großen Ding, da kommt irgendwelche Filmausschnitte aus Marvel. Geil, ich zeig einmal einen Rundum. Also ich stehe jetzt schon mittendrin, aber es sieht ist trotzdem riesig. Hallo. Hallo Svenja. Wir machen noch ein bisschen Self-Check. Hallo Mira. War witzig. Geil. Da muss man sich mal ein bisschen Mühe geben dann, ne? Ja. all seine Energie nochmal mobilisieren, weil ich glaube, das ist leicht, wenn man unsere letzte Aktion hier. Also die letzte Aktion, wo wir musikalisch betätigen. Ja. Kamera und ihr seht, wie ich vlogge.
sitzen hier gerade im Backstage, trinken Getränke, heben ein bisschen ab. Ja, während Backstage. Zachary Louis oder so, ja, der Shazam-Typ gerade seinen Auftritt hat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und Facebook, folgt uns da. Und das werdet ihr hier, hier und hier sehen. Und natürlich in der Infobox. Ganz wichtig. Und unten in der Infobox ist auch alles verlinkt hier. Na, unter mir, seht ihr das?
alles verlinkt. Ich bin total begeistert von der Art und Weise, wie das hier organisiert ist. Von den Tontechnikern, wir hatten einen fantastischen Sound. Nicht nur auf der Bühne, sondern ich glaube auch draußen, konnten wir leider nicht selber hören. Aber davon könnt ihr euch überzeugen auf unseren Social Media Kanälen. Hier, hier und hier und natürlich auch in der Infobox. Und es war ein fantastisches Erlebnis und ein perfekter Abschluss für diese zwei Tage auf der Comic-Con mit den Manhattan Strings plus Michi und Tillmann, die jetzt auch offiziell Manhattan Strings sind. The Stringer. Ja, das war mein Fazit zum heutigen letzten Konzert. Ich bin die Roxy. Tschüss. Was weh in meinem Schild im Stirnband? Tschüss, oder? Ich hab den Alex und tschüss, Köln! Hallo liebe Zuschauer! Servus! Tja, der Vlog neigt sich jetzt seinem Ende zu. Wir sitzen im Zug, eine Stunde Verspätung. Wir sind alle ganz, ganz ausgelaugt und... aber glücklich! Aber glücklich, ja. Ich kann ja mal hier... Da sitzen sie alle. Also ihr seht, wir sind vergnügt, trotz anstrengenden zwei Tagen. Genau. Es hat uns allen ganz viel Spaß gemacht. Es war eine unvergessliche Erfahrung. Auf jeden Fall. Und wir sind jetzt natürlich auch alle sehr motiviert für das neue Projekt. Wo wir am Montag genaueres erfahren sollten, was den Ort betrifft. Seid gespannt. Seid gespannt. Und wer uns noch nicht folgt, folgt uns. Es lohnt sich. Kommentiert fleißig und... In der Infobox, da stehen ganz interessante Sachen drin, aber das habe ich ja mittlerweile schon zur Genüge ausgeführt. Danke, dass ihr mit uns dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.